Andreas, Auftakt in die Verbandsliga Nordbaden für euch als Aufsteiger, siegreich gestaltet. Was sagst du zum Spiel? Ja, erstmal vielen Dank. Ja, ich denke, es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben gewusst, dass Durlach Aue eine richtig gute Qualität hat, einen richtig guten Fußball spielt. Wir haben es aber aus dem taktischen Grundordnung haben wir sehr gut gespielt, haben leidenschaftlich verteidigt, gut gekämpft. Das muss auch so das Spiel sein vom FC Kiel über die ganzen 30 Saisonspielen. Und ich denke, da muss man halt auch mal so ein Spiel über Standards gewinnen. Das haben wir heute gemacht. Wir haben natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Das muss dementsprechend auch besser werden. Aber ich finde halt auch, das erste Spiel nach der Sommerpause ist immer schwierig. Man weiß nicht genau, wo man steht. Wie war die Vorbereitung? Wie ist das einzuordnen? Wir haben viele Urlauber gehabt, mit Sicherheit auch andere Mannschaften. Aber bei uns war es dies Jahr wirklich extrem. Haben viele Spieler verpflichtet, die in ihren alten Vereinen kaum gespielt haben oder lange verletzt waren. Und wir brauchen einfach noch ein paar Wochen. Also wir sind mit Sicherheit noch nicht bei 100%. Und dann tut natürlich sowas richtig gut, am Anfang schon direkt mal 3 Punkte auf dem Konto zu haben. Die holt uns jetzt mal keiner mehr. Zum Ende des Spiels hin wurde das Spiel ja relativ hitzig. Habe ich gar nicht so erwartet. Die Duelle wurden härter, eine rote Karte. Wie hast du es gesehen und was sagst du dazu? Ja, ich habe halt diagonal gefühlte 100 Meter weggestanden. Also ich glaube, da war mal gut bedient. Ich denke, dass viele Schiedsrichter auch vielleicht Elfmeter gepfiffen hätten. Was dann der Spieler anscheinend zu der Schiedsrichterin gesagt hat, kann ich ja nicht verstehen. Ich denke mal, er hat was gesagt und deswegen gab es ja auch die rote Karte. Wie gesagt, wir haben in der Situation Glück gehabt, haben aber auch vorher diesen Freistoß nicht gut verteidigt bzw. unnötig verursacht. Und dann darf es normalerweise gar nicht zu dieser Situation kommen. Aber ich glaube, wir haben in der Situation schon Glück gehabt. Für dich geht es ja weiter mit der Doppelbelastung. Du spielst als Spieler in Speyer, hier dann als Trainer. Wie hat die Vorbereitung da auch geklappt, jetzt auch im Hinblick auf die neue, stärkere Liga? Normalerweise ist das weniger das Problem, aber das Problem war dieses Jahr, dass die Saison bei uns in der Pfalz 2 Wochen später angefangen hat als üblich und dann hat sich die Vorbereitung relativ oft überschnitten. Und ich habe es dann halt so gut wie es geht in den Griff bekommen, habe dann in Speyer mal weniger getrainiert, habe dann mal in Kirdach ein Training ausfallen lassen. Da kann ich mir halt darauf verlassen, dass Jens Umstadt ein sehr gutes Training macht und die Jungs auch gut mitziehen. Es geht halt auch nur so. Es war vorher ganz klar besprochen, dass wenn ich Trainer woanders dann mache, dass mein Hauptding Speyer ist. Und der Verein hat das vorher gewusst. Das haben wir jetzt letztes Jahr so durchgezogen. Und dieses Jahr hat es jetzt eigentlich auch keine Probleme gegeben. Es wird immer mal vorkommen, dass ich das ein oder andere Training nicht da sein werde. An den Spieltagen kriege ich es gut geregelt, dann bin ich immer da. Das haben wir dann so verlegt bekommen und ja, es geht alles gut bisher. Was meinst du, was nach der Vorbereitung, die ist ja, läuft ja jetzt noch weiter, wie du es gesagt hast, aber wie, was für eure Mannschaft diese Saison möglich ist? Ja, ich habe es vorher vorm Spiel den Jungs schon in der Kabine gesagt, wir müssen die nächsten Wochen immer noch intensiv trainieren, weil wir sind noch weit, bei Weitem weg von 100%. Die Spiele werden mit Sicherheit nicht einfacher, die kommenden Gegner werden mit Sicherheit auch nicht schlechter werden und wir werden halt die nächsten paar Wochen nochmal wirklich Mitte der Woche immer ein schönes intensives Training machen und wir brauchen einfach noch, aber ich denke, in ein paar Wochen sind wir da so weit, wo ich sie haben will. Nächstes Spiel, TuS Bilfingen, was wird das für ein Spiel? Gut, wenn man jetzt das erste Spiel sieht, haben sie ja klar gewonnen gegen der ASV Durlach im Auftaktspiel. Ich konnte sie leider nicht beobachten, ich habe sie eine Woche vorher gesehen. Eine Riesenmannschaft mit Riesenqualität, also es wird wieder eine Herausforderung, eine andere Herausforderung, weil ich glaube, die spielen ein bisschen anders als Durlach Aue. Aber der stellen wir uns und jetzt haben wir eine Woche Zeit, um darauf hinzuarbeiten. Und wir werden schon gut vorbereitet sein, aber da muss auch wieder alles passen, um da Möglichkeiten zu haben. Andreas, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön, eben. Danke, ciao.